Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Mehr als 185 Millionen Dosen Corona-Impfstoff sind bereits in Deutschland verimpft worden. Knapp 76% der Bevölkerung ist vollständig geimpft. Mit Vakzinen allerdings, die am besten gegen die Ursprungsvariante des Coronavirus schützten, gegen die jüngsten Omikron-Varianten aber nicht mehr so gut. In Großbritannien und den USA sind bereits neue, wirksamere Impfstoffe zugelassen worden. In der EU noch nicht. Heute aber wird eine Entscheidung dazu erwartet. Und Fragen zum neuen Impfstoff hat Bundesgesundheitsminister Lauterbach heute Morgen im ARD-Morgenmagazin beantwortet, im Gespräch mit Michael Strempel. Und jetzt ist Zeit für unser Update. Wir wollen Ihnen einen kurzen Überblick geben über die Themen des Tages mit meinem Kollegen Mike Wukan aus der Tagesschau-Redaktion. Mike, die UN-Menschenrechtskommissarin Bachelet hat ja zum Ende ihrer Amtszeit noch einmal für große Schlagzeilen gesorgt. Worum geht es da genau in dem Bericht, den sie hinterlassen hat? Und dann ist ja heute der 1. September. Es geht in den Herbstmonat und damit kommen ja dann auch die Sorgen wieder vor dem Coronavirus und einer möglichen neuen Infektionswelle. Da mag so mancher denken, was soll's, ich bin ja geimpft. Das ist auch richtig. Trotzdem könnte interessant sein, was heute nun entschieden wird. Es sollen nämlich neue Impfstoffe zugelassen werden. Was wird da anders sein? Ja, und dann werden es heute Morgen viele auch schmerzlich gemerkt haben. Das bundesweite 9-Euro-Ticket ist erstmal Geschichte, der Tankrabatt auch. Die Preise an den Zapfsäulen, die schießen natürlich wieder hoch. Und alle warten auf das von der Bundesregierung angekündigte dritte Entlastungspaket. Nach dem Ende der Kabinettsklausur gestern war ja noch nicht so viel Konkretes dazu zu hören. Heute nun sitzen aber viele Parteien in eigenen Klausurtagungen zusammen. Mike, ist denn da jetzt vielleicht mehr zu erwarten? Ja, viel los also heute. Danke für diesen Nachrichtenüberblick. Und es ist noch mehr, was heute ansteht. Deshalb, Mike, lass uns doch noch mal ganz kurz einen Überblick geben, was wir gleich noch vorbereitet haben hier im Programm von Tagesschau 24. Ja, das Update an diesem Vormittag. Vielen Dank, Mike Wukan aus der Tagesschau-Redaktion. Es ist eine gefährliche Mission für die Experten der Internationalen Atomenergieagentur. Heute wollen sie das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja inspizieren, das zurzeit von russischen Truppen besetzt ist. Die Region steht allerdings nach wie vor unter Beschuss. Auch heute Morgen meldete die ukrainische Seite, dass die nahegelegene Stadt Enerhoda von der russischen Armee mit Granatwerfern und Raketen angegriffen werde. Seit Wochen beschuldigen sich ja Russland und die Ukraine gegenseitig, das AKW zu beschießen. Die IAEA-Experten brachen heute Morgen dennoch zum Atomkraftwerk Saporischschja auf. Der Chef der Mission Grossi erklärte, sie seien sich des verstärkten Beschusses in der Region bewusst. Das halte sie aber nicht auf. Die Prüfung der Sicherheitslage im Kraftwerk werde sofort beginnen. Und zugeschaltet aus Kiew ist uns jetzt unser Korrespondent Tobias Dammers. Tobias, die Inspektoren der IAEA sind also jetzt auf dem Weg, sollen heute noch ankommen in Anbetracht der Kämpfe rund um Enerhoda. Wie sicher ist diese Mission? Trotzdem, man will sich ja nicht aufhalten lassen. Wie geht's denn dann weiter? Was werden die Inspektoren der IAEA wohl in Saporischschja vorfinden? Und nun gibt es auch Berichte, dass Betreiber sagen, einer der Reaktoren sei heruntergefahren worden. Auch im Rest des Landes gehen ja die Kämpfe weiter. Im Süden hat die Armee eine Offensive gestartet, die ukrainische Armee, von der man aber keinen schnellen Erfolg erwartet. Warum denn nicht? Ja, und unterdessen hat ja Russland in Ostsibirien ein groß angelegtes Militärmanöver unter dem Namen Wostok 2022 mit mehr als 50.000 Soldaten begonnen. Gemeinsam mit China, Indien, der Mongolei, aber auch mit Ex-Sowjetrepubliken wie Belarus. Was genau ist das da, diese Militäroperation? Ist das eine Machtdemonstration? Tobias, schauen wir noch mal auf die Lage der Bevölkerung in der Ukraine. Heute ist ja nun der 1. September, Schulbeginn in der Ukraine. Erstmals wieder in Präsenz. Wie genau läuft das ab? Ein bisschen Normalität mitten im Kriegsalltag. Also Tobias Dammers, danke schön nach Kiew für diese Informationen. Guten Tag, hier ist die Tagesschau in 100 Sekunden.
Morgen Streik der Lufthansa-Piloten. Nach gescheiterten Verhandlungen im laufenden Tarifkonflikt hat die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit dazu aufgerufen, die Arbeit für 24 Stunden niederzulegen. Von Mitternacht an drohen massive Flugausfälle. Die Piloten fordern 5,5% mehr Geld, einen Inflationsausgleich im kommenden Jahr sowie höhere Einstiegsgehälter. Neue Energiesparvorgaben von heute an in Kraft. Um den Verbrauch zu reduzieren, sollen öffentliche Gebäude nur noch bis 19 Grad geheizt werden und Durchgangsbereiche gar nicht mehr. Ausgenommen sind soziale Einrichtungen. Auch private Arbeitgeber sollen mehr Spielraum zur Temperaturregulierung bekommen. IAEA-Expertenteam auf dem Weg zum AKW Saporischschja. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde Grossi sagte am Morgen, man wisse von Angriffen in der Region, lasse sich davon aber nicht stoppen. Sowohl Russland und die Ukraine meldeten erneut Attacken der Gegenseite nahe des Kraftwerks. Vereinte Nationen werfen China schwere Menschenrechtsverletzungen vor. In einem Bericht der scheidenden UN-Kommissarin Bachelet heißt es, in der Region Xinjiang gäbe es glaubhafte Vorwürfe von Folter, Misshandlung sowie sexualisierter Gewalt. China hatte sich gegen die Veröffentlichung des Berichts gewehrt und sprach von einer Farce. Neue Überflutungen in Pakistan verschärfen Lage. Seit Beginn der Überschwemmungen Mitte Juni gibt es im gesamten Land bisher mehr als 1.100 Todesopfer. Mehr als 1 Million Häuser wurden zerstört, darunter auch etwa 900 medizinische Einrichtungen. Und das Wetter im Westen und Nordwesten sonnig, sonst eine Mischung aus Sonne und Quellwolken. Nur örtlich ein paar Schauer bei Höchstwerten von 17 bis 27 Grad. Die Flusspegel sinken, Brunnen trocknen aus, ganze Seen verschwinden einfach. In diesem Sommer hat der Wassermangel auch Deutschland sehr stark getroffen. In einer aktuellen Umfrage sagt mehr als die Hälfte der befragten Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, dass ihre Stadt von Wasserknappheit betroffen ist. Etwa jede fünfte Stadt hat dagegen schon Maßnahmen verhängt, zum Beispiel ein Verbot von Autowäschen oder Rasensprengern. Ein Beispiel ist Königstein im Taunus. Um Mitternacht sind zwei Regelungen ausgelaufen, mit denen die Bundesregierung die Menschen 3 Monate lang von den hohen Energiekosten entlasten wollte. Zum einen das 9-Euro-Ticket für den öffentlichen Nahverkehr und dann der Rabatt auf Benzin und Diesel. An den Tankstellen machte sich das bereits am frühen Morgen deutlich mit steigenden Preisen. Für Herbst und Winter hat die Koalition nun neue Entlastungen zugesagt, sich aber über Art und Umfang des Pakets noch nicht geeinigt. SPD-Fraktionschef Mützenich erläuterte im ARD-Morgenmagazin die Position seiner Partei. Von heute an gelten in Deutschland neue Vorgaben zum Energiesparen. Danach sollen öffentliche Gebäude nur noch bis 19 Grad und Durchgangsbereiche wie Flure gar nicht mehr geheizt werden. Ausgenommen sind soziale Einrichtungen. Private Arbeitgeber erhalten mehr Spielraum, um die Temperaturen in Büros zu regulieren. Gebäude, Denkmäler und Werbetafeln bleiben nachts dunkel. Die Regeln sind bis Ende Februar befristet. Die Lage um das ukrainische Atomkraftwerk Saporischschja hat sich heute früh zugespitzt, nur wenige Stunden vor der Ankunft von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde, die die von russischen Truppen besetzte Anlage inspizieren wollen. Aus der Nähe wurde Beschuss gemeldet. In Moskau hieß es dazu, die Ukraine habe versucht, das AKW-Gelände zu erobern. Man habe den Angriff zurückgeschlagen. Die ukrainische Seite aber sprach von russischen Attacken. Einer von 2 noch aktiven Reaktoren sei deshalb heruntergefahren worden. Dessen ungeachtet haben sich die IAEA-Experten am Morgen auf den Weg zur Atomanlage gemacht. Generaldirektor Grossi, der die Inspektion leitet, sagte, man wisse von dem Beschuss, wolle sich davon aber nicht stoppen lassen. Passagiere der Lufthansa müssen sich erneut auf einen Streik einstellen. Die Gewerkschaft Cockpit hat die Pilotinnen und Piloten der Fluggesellschaft für morgen zu ganztägigen Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Es geht um sämtliche Passagier- und Frachtflüge aus Deutschland. Die Tarifverhandlungen für die 5.000 Kapitäne und ersten Offiziere waren kürzlich gescheitert. Die Gewerkschaft fordert 5,5% mehr Geld in diesem Jahr und anschließend einen automatisierten Inflationsausgleich.
Wer steht künftig an der Spitze der britischen Regierung? Noch bis morgen können die Mitglieder der konservativen Partei über die Nachfolge von Premierminister Boris Johnson abstimmen. Das Ergebnis wird am Montag bekannt gegeben. In der Stichwahl verblieben sind noch Außenministerin Liz Truss und der frühere Finanzminister Rishi Sunak. Gestern Abend haben sich die beiden in der Wembley Arena in London ihr letztes Rededuell geliefert. Ja, das sind keine guten Nachrichten für alle, die morgen eigentlich mit der Lufthansa fliegen wollten. Denn die Gewerkschaft Cockpit hat die Pilotinnen und Piloten der Fluggesellschaft für morgen zum ganztägigen Streik aufgerufen. Es geht um sämtliche Passagier- und Frachtflüge aus Deutschland. Die Tarifverhandlungen für die 5000 Kapitäne und ersten Offiziere waren kürzlich gescheitert. Die Pilotenvereinigung fordert 5,5% mehr Geld in diesem Jahr. Und anschließend einen automatisierten Inflationsausgleich. Und zugeschaltet ist mir jetzt der ARD-Luftfahrtexperte Michael Immel in Frankfurt. Michael, wie massiv werden denn die Auswirkungen sein? Womit rechnet man? Aber hat man für solche Fälle nicht irgendwelche Notfallpläne in der Schublade? Wie versucht die Lufthansa, die Streiks aufzufangen? Michael, es klang eben gerade schon durch. Es geht natürlich ums Geld. Das ist der Grund für diesen Streik. Wie verfahren sind denn die Tarifverhandlungen? Sind denn schon Details bekannt über das Angebot der Lufthansa? Michael, vielleicht ganz kurz noch zum Abschluss. Die Pilotenstreiks, die sind ja ein erneutes Ärgernis, vor allem für die Passagiere. Seit Monaten haben sie schon lange Warteschlangen hinnehmen müssen. Das Kofferchaos, wir alle erinnern uns an die Bilder. Was genau läuft denn schief in der deutschen Luftfahrt? Sagt unser Luftfahrtexperte Michael Immel. Vielen Dank für diese Information. Einen eher ungewöhnlichen Ort für den Auftakt ihrer Klausurtagung hat sich die Spitze der CDU-Fraktion ausgesucht. Sie kommt heute Mittag nämlich zunächst auf Deutschlands höchstem Berg zusammen, der Zugspitze in Bayern. Und danach geht es dann wieder runter ins Tal nach Murnau. Zwei Tage lang will die Unionsfraktion ihre weitere Strategie festzurren. Zentrales Thema der Beratungen ist dabei die Energiepolitik. Und unser Korrespondent Christian Feld beobachtet das Treffen für uns. Christian, man hat ja die Klausur auf Deutschlands höchsten Berg verlegt, das haben wir gerade schon gesagt. Wie symbolisch ist denn dieser Ort für das Treffen? Ja, und man hat einen Berg voll Arbeit vor sich. Im Entwurf der Union stehen ja verschiedene Vorschläge. So sollen Gasspeicher als kritische Infrastruktur eingeordnet werden. Was genau verspricht man sich davon? Wie steht denn die Partei zum Thema Gasumlage? Die war ja in den vergangenen Wochen schwer umstritten. Nun gibt es ja einfach zu wenig davon, zu wenig Gas. Welche Vorschläge hat die Partei denn, wenn es um das Energiesparen geht? Schauen wir noch auf das Programm der Klausur. Es werden ja auch Gäste erwartet, unter anderem Ursula von der Leyen. Was erhofft man sich denn von diesem Austausch? Und jetzt kommt bei Ihnen auch ein bisschen die Sonne raus. Dankeschön für diese Informationen an unseren Korrespondenten Christian Feld. Der FC Bayern München steht in der zweiten Runde des DFB-Pokals beim 5:0-Sieg gegen den Drittligisten Viktoria Köln. Schoss Sturmtalent Mathis Tell das zweite Bayern-Tor. Und bemerkenswert deswegen, weil er damit der jüngste Pflichtspiel-Torschütze, so nennt man es wohl, der Münchner ist, mit seinen 17 Jahren und 126 Tagen. Und auf der anderen Seite brillierte ein 21-Jähriger, der Torwart von Viktoria, nämlich Ben Voll. Vielleicht erinnern sich einige noch daran. Am Sonntag vor 50 Jahren schrieb Ulrike Nasse-Meifert Sportgeschichte. Als unbekannte 16-Jährige gewann sie bei den Olympischen Spielen in München überraschend die Goldmedaille. Zweifelsohne einer ihrer größten sportlichen Erfolge, der allerdings kurz danach überschattet wurde durch den Terroranschlag auf die israelische Delegation.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen bei Tagesschau 24. Noch hat sich die Koalition nicht entschieden, wie sie die hohen Energiekosten für die Menschen weiter abfedern will. Über vieles wird da ja diskutiert. Aber was würde denen am besten nutzen, die wenig haben? Und das ohne Schaden für die Umwelt? Diese Frage haben sich Sozial- und Klimaverbände gestellt. Eine Studie in ihrem Auftrag kommt unter anderem zu dem Schluss, dass ein Mobilitätsgeld sozial gerechter und klimafreundlicher wäre als die Pendlerpauschale und im Übrigen auch als der Tankrabatt, der gerade nach 3 Monaten ausgelaufen ist. Und nachgefragt dazu bei unserer Hauptstadtkorrespondentin Viktoria Kleber. Viktoria, es wird ja alles teurer und es wird viel über Entlastungen diskutiert. Von allen Seiten kommen da Vorschläge. Fassen wir doch noch mal zusammen. Was genau fordert das Bündnis denn? Und wie sieht denn beispielsweise ein konkreter Vorschlag bezüglich der steigenden Energiepreise aus? Ja, um die Menschen zu entlasten, hat ja die Bundesregierung in den letzten Monaten auf das 9-Euro-Ticket gesetzt. Das ist nun ausgelaufen, war aber ein großer Erfolg. Was fordert das Bündnis denn als Anschluss dazu? Viktoria Kleber in Berlin, vielen Dank für diese Information.